Prominente Unterstützung. Was bekommen Fans beim Raab-Comeback zu sehen? Stefan Raab gibt sein Comeback. Nicht im TV, sondern auf der Bühne. Zwei Veranstaltungen wird es geben, die erste ist bereits ausverkauft. Aber was erwartet die Zuschauer eigentlich? Seit zwei Jahren ist Stefan Raab in TV-Rente. Doch es scheint, als kribble es ihm in den Fingern. Am 18. Oktober 2018 wird es ein großes Event in der Kölner Lanxess Arena geben. Die Show war so schnell ausverkauft, dass der 51-Jährige kommendes Jahr im November eine Zusatztour ebenfalls in Köln angekündigt hat. Spitzenwitze und spektakuläre Gäste in einem Video, das auf der Facebook-Seite von TV Total geteilt wurde, wird nur so viel verraten. Auf der großen Bühne wird er musikalische Unterstützung von seiner einstigen Late Night Show Band, den Heavy-Tunes, bekommen. Es wird Spitzenwitze und spektakuläre Gäste geben. Wer wohl diese spektakulären Gäste sein werden? Eines ist klar, in dem Clip auf Facebook sind einige prominente Gesichter zu sehen. Raabs einstige Entdeckung Lena Meyer-Landrut, heute Showmoderator Oliver Welke, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Helene Fischer und beispielsweise Helge Schneider. Allesamt ziehen sie über das einstige ProSieben-Aushängeschild her. Maffay behauptet, ich stehe nicht auf Klamauk, Kollege Bastian Pastewka sagt sogar, wenn einer so richtig scheiße ist, dann Stefan Raab. Geht es nach Helene Fischer, so braucht kein Schwein Stefan Raab, denn der ist laut Udo Lindenberg sowieso nur unteres Mittelmaß. Die Bild will nun wissen, dass es genau diese Promis sind, die bei Raabs Comeback-Shows mitwirken sollen. Die beiden Auftritte, die rund einen Monat auseinander liegen, sollen allerdings sehr unterschiedlich sein. Raab wird sich jedes Mal andere Gäste auf die Bühne holen.